Ja, der sagt mir, ich muss da hin, aber. Lass den nicht! Ja, ist mir egal, dass ich niemanden töten soll. Ganz im Ernst. Da kann ich mich nicht auch noch drum kümmern. Dein Ernst? Du hast die Zeit, kannst du bitte einfach. Jetzt. Dankeschön. Es ist halt auch kacke, dass sie prinzipiell trotz Rüstung und allem und trotz S-Assassinen-Training und hast du nicht gesehen, dass die immer schneller sind als ich. Ach. Und ich hasse es, dass wenn er dann erstmal auf Verteidigung ist, lass die gehen. Und es sind auch viel zu viele Bogenschützen hier überall. Ja, das ist eigentlich der Plan, dass er entkommt. Das Problem ist. Nee, das. Hallo, lass das. Das bringt nichts. So, und jetzt bin ich hier mitten auf dem Petersplatz. Wenn er auch hier echt popelig ist. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich hier. Ich könnte da drüben das ausprobieren. Das könnte klappen. Nein, das klappt natürlich nicht. Scheiße. Wo komme ich denn? Ich komme hier ja nirgendwo hoch. Und wenn die mich jetzt erstmal. Jetzt haben sie mich nämlich umstellt und jetzt werde ich es nämlich auch nicht mehr los. Oh, ein bisschen schneller. Wer? Echt? Super. Ach, Mann. Ach, komm schon. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, ich komme hier nirgendwo hoch. Ich kann hier nichts machen. Und das sind dermaßen viele von diesen Wichsern. Das gibt's einfach nicht. Ja, hier ist doch alles zu, verdammt. Geh mir aus dem Weg! Ja, hier ist die ganze Mauer überall. Hier komme ich auch nirgendwo lang. Jetzt hau doch mal ab, Leute! Ja, das bringt nichts. Dann verteidige dich wenigstens die letzten 20 Minuten. Auch nicht. Ach Mann. Ich weiß nicht, wo ich hier langlaufen soll. Der kommt nirgendwo hoch. Ich soll irgendwo hoch auf den Petersdom, aber er kann nirgendwo langlaufen. Die Mission ist wieder genauso nervig wie diese Verfolgung von dem Dieb. Ich weiß halt nicht, wo ich da lang soll. Du interessierst mich nicht. Und es sind einfach viel zu viele Soldaten. Mein Tod ist mir egal, komm, leck mich doch. Wenn er mir wenigstens irgendwie mal eine Zwischenstation anzeigen würde, wo ich lang soll. Da ist er! Ja. Ja, er ist hier, ich weiß, ich bin hier. Du bist hier, Schnabeltier, nerv mich nicht.
So, hier auf der Strecke sind ein paar weniger von diesen. Jetzt komme ich irgendwo hier oben lang. Irgendwo hier über die Mauer oder so? Nö, jetzt ist hier nämlich auch. Aber nichts mehr, wo ich dran hochklettern kann. Ja, das Problem ist, dass ich hier wieder genau an der gleichen Stelle bin wie vorher und ich komme hier nirgendwo hoch. Das hilft nichts. Ich habe hier überall ringsrum diese verschissene Mauer, an der ich nicht hochkomme, an der ich nicht langkomme. Ich komme auch hinten die Häuser nicht hoch. Ich komme da die Wand nicht hoch. Ich habe keine Ahnung, wie verdammt ich da hinkommen soll. Ich komme da auch nicht über diesen Zaun drüber. Ich habe es jetzt ernsthaft verloren, wirklich. Ist jetzt abgehängt. Ja, aber ich komme hier doch nirgendwo lang. Oder komme ich hier lang? Ja, das bringt ja nochmal gar nichts. Da oben komme ich halt auch nicht. Und jetzt haben sie mich wieder gefunden. Nur einer, aber solange ich halt keine Stelle finde, wo ich hier irgendwo mal langkomme, kann ich halt auch nichts machen. Wohl eine im Suff abgeschlossene Wette oder so. Also, da kommt er halt auch nicht hoch. Hier ist wieder über. Ich komme hier doch nirgendwo lang, Mensch. Naja, wer vielleicht. Ist doch kacke, ist das doch. Geh mir aus dem Weg. Ihr gewinnt. Hat wohl von dem guten Zeug getrunken. Hau ihm die Rübe ein. So. Jetzt habe ich schon nur noch eine. Ja, ich bin hier aber halt eben auch nicht. Das ist doch alles eingezäunt, Homer. Das, ich komm. Ach, Mann. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang soll. Ich komme hier nirgendwo durch. Der kann hier auch. Er kann vielleicht auch einfach reingehen. Alter, wenn es das jetzt echt war. Ey, dann. Oh, nee, komm. Da ist einfach die Tür offen, weißt du? Ja, wow. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Dann ist einfach vorne die Tür offen. Wieso hab ich das denn nicht gesehen? Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt hier an dem? Sphärische Klänge? Achso, um statt drücken zu interagieren. Woher wusste er, dass er da ist? Woher hat er das gewusst? Ihr! Sucht ihr danach? Es ist vorbei, Assassino! Euer Leben ist verwirkt! Oh, das tut mir leid. Wache! Kann das sein, dass das Gift wirkt von deinem Herrn Papst? Mit dem Edelsplitter aus dem Vatikan entkommen. Keine Gesundheit verlieren. Ach, es ist jetzt. Es ist mir auch alles egal. Ach, Gottsche. Ich bin zu blöd heute. Ich bin schon wieder zu blöd. Du bist ein toter Mann. Ergreif ihn! Alter, kann das sein, dass er vielleicht eventuell ein bisschen zu viel Leben nimmt? Und kann es sein, dass er keine Heilung nimmt? Wow. Doch jetzt. Jetzt.
Nein. Ich würde ihn ja gerne einfach wegpacken und auf normale Weise kämpfen, aber auch das ist... Wie ein Mädchen. Komm her und küss mich, Schönheit. Ich würde ja gerne einfach auf meine normale Waffe wechseln, aber okay. Ja, bist an mir vorbeigelaufen. Wow. Gott, Sir! So, klappt das mit dem? Da ist ja immer noch einer! Aus dem Gebiet zu fliehen, aber aktuell habe ich gerade mal keine Ahnung, wo eigentlich aus dem Gebiet draußen ist. Ich habe das Gefühl, ich laufe gerade wieder. Dann geh halt einfach da durch. Ist irgendwie dahinter. Irgendwie verlaufen. Das wird ja die Engelsburg. Ah, okay. Keine Gesundheit. Achso, ich dachte, das ist mir egal. Ach Gottchen, das ist ja. Guck mal, 1503 haben wir erst. Ach je. Na gut, da wäre. Dann ist das aber. Rodrigo Borgia ist tot. Und Cesare? Vergiftet, doch erlebt. Wir dürfen nicht zulassen, dass er seine übrigen Anhänger sammelt. Die nächsten Wochen entscheiden. Mit eurer Hilfe werde ich ihn finden und töten. Meine Männer überwachen die Stadt, doch brauchen wir ein Heer. Wir haben eins. Cesares römische Armee vernichten, damit er keine Unterstützung für einen Gegenangriff findet. Wir haben den Apfel. Ja, Wahnsinn, wir haben den Apfel, ja. Leck mir doch die. Leck mir doch in die Tasche. Ach Gott, das war schon alles schon wieder sehr, sehr verwirrend.